Griechenland hat uns in den vergangenen Wochen beschäftigt und bleibt weiterhin im Fokus. Nach der Einigung am vergangenen Wochenende reagieren die Börsen erleichtert und steigen wieder an. Jessica Schwarzer, die Chefkorrespondentin Börse beim Handelsblatt. Ja, schön, dass Sie heute mal wieder bei uns sind, den Weg nach Stuttgart gefunden haben. Ich wundere mich so ein bisschen, wenn ich die Nachrichten sehe und habe immer wieder das Gefühl, Griechenland ist und bleibt das einzige Thema hier auf dem Parkett. Teilen Sie diese Einstellung? Das fühlt sich fast so ein bisschen an, ja, in der Tat. Aber es gibt eigentlich noch die ein oder anderen Themen und die sind eigentlich auch viel größer als Griechenland. Da ist einmal die anstehende Zinswende, die Zinserhöhung in den USA. Wenn man Janet Yellen in den vergangenen Tagen gehört hat, wird es ja wohl Ende des Jahres soweit sein. Und dann natürlich China. Wir haben da ja schon einige Turbulenzen vor ein paar Wochen erlebt. Da hat sich ja eine ziemliche Börsenblase, Aktienblase aufgebläht und ist auch schon ein bisschen Luft gewichen. Die chinesische Regierung tut zwar alles, dass es da nicht kracht, aber wenn es da nochmal ein paar Turbulenzen gibt, dann könnte uns das hier schon auch böse überraschen. Also eigentlich genug spannende Themen, aber noch blicken alle schlicht und einfach auf Griechenland. Wie sieht denn hier der weitere Fahrplan aus? Wir haben jetzt die Abstimmungen im griechischen Parlament gesehen, aber das war ja nur der erste Schritt auf einem richtig weiten Weg, oder? Ja, in der Tat, das war der erste Schritt. Jetzt müssen die Länderparlamente, unter anderem auch eben der Deutsche Bundestag, das Ganze verabschieden. Da ist auch nicht jedes Land gleich begeistert von der Einigung, weil sie ist ja zwar einstimmig gewesen, aber es gibt schon unterschiedliche Stimmungslagen in den Ländern. Und wenn das dann passiert ist, dann geht es ja eigentlich erst in die Detailverhandlungen über dieses neue Rettungspaket. Und natürlich die Lage in Griechenland. Die Stimmung ist ja nun nicht gerade gut. Die Griechen sind ja nun auch auf die Straße gegangen vor der Abstimmung. Da weiß man auch nicht, was weiter passiert. Werden die Reformen, das sind ja auch erst erste Reformen, die verabschiedet worden sind, alle so auch wirklich umgesetzt? Wie laufen eben dann die weiteren Verhandlungen? Also ich denke, das Thema ist noch nicht gegessen. Also wir werden da an der Börse noch einige Tage, uns Wochen wahrscheinlich sogar eher mit beschäftigen müssen. Und viele Stolpersteine, ganz klar, die Sie gerade angesprochen haben. Da kann die Stimmung an den Börsen natürlich auch schnell mal wieder kippen. Ja, apropos Börsen. In Athen ist die Börse weiterhin geschlossen. Wann kann man mit einer Öffnung rechnen? Na, das dürfte noch ein paar Tage dauern. Es müssen ja erstmal wieder die Banken geöffnet werden. Und da gibt es ja ein bisschen Probleme mit der Bargeldversorgung oder überhaupt mit der Geldversorgung. Und erst wenn die wieder geöffnet haben, wird auch die Börse wieder öffnen. Das dauert. Es gibt ja dieses Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine. Ganz ehrlich, im Fall Griechenland scheint das überhaupt nicht zuzutreffen. Die haben eher sehr lange Beine. Rechnen Sie damit, dass uns das Thema noch bis in den Herbst tragen wird? Oder ist dann irgendwann auch wirklich mal gut damit? Also bis Griechenland nicht mehr Thema sein wird, das wird dauern. Und ich glaube auch länger als bis zum Herbst. Es wird vielleicht mal in den Hintergrund geraten, aber dann auch wieder ganz schnell auf dem Tableau erscheinen. Immer dann, wenn die Griechen irgendwelche Hilfskredite zurückzahlen müssen. Immer dann, ja, wenn der nächste EU-Gipfel ansteht, wo eben Griechenland auch Thema ist. Also ich denke, bis Griechenland wirklich final gerettet ist und mal wieder auf gesunden Beinen steht, das wird noch dauern. Abseits von Griechenland, welche Themen könnten uns in den Sommermonaten beschäftigen? Ja, im Prinzip die vorhin schon genannten, die Zinswende in den USA, okay, das wissen wir jetzt, die kommt, aber trotzdem wird es da bestimmt noch die ein oder anderen Spekulationen geben. Und dann natürlich wirklich China, also das sehe ich schon als heikles Thema, dass da was passiert. Und ansonsten die EZB wird schon dafür sorgen, dass ordentlich Liquidität in die Märkte fließt und dass es nicht allzu wilde Turbulenzen gibt, aber den ein oder anderen Ausschlag werden wir schon sehen. Also es sollte uns nicht langweilig werden in den nächsten Monaten. Wir haben dann auf jeden Fall wieder viel zu berichten. Soweit Jessica Schwarzer mit aktuellen Einschätzungen zur Entwicklung an den Finanzmärkten. Und eins ist sicher, der Börsensommer, der könnte auch abseits der Temperaturen wirklich heiß werden hier auf dem Parkett. Denn Griechenland ist nur eines der spannenden Themen derzeit an den Märkten. Vielen Dank für den Besuch und fürs Gespräch.